Der Russland Grand Prix findet ab 2023 auf dem Autodrom Igora Drive statt. Wie meine Meinung dazu ausfällt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mikes Meinung. Ja, ich weiß, die letzte Mikes Meinung ist ja schon ein paar Tage her, aber merkt euch schon mal für nächste Woche, da werde ich noch ein paar Worte zu dem neuen Layout in Abu Dhabi sagen. Und warum ich diese Alpine Cappy trage? Ganz einfach. Merkt euch schon mal, im Juli, wenn das neue Game draußen ist, werden Hunzel und meine Wenigkeit eine Alpine-Karriere in dem neuen Game starten. So, aber jetzt zum Thema. In Sochi war es ja halt so, von 2014 bis einschließlich 2020 gab es immer nur Mercedes-Siege. Und die Formel 1 hat ja am Samstagvormittag offiziell bestätigt, ab 2023 auf dem Autodrom Igora Drive zu fahren. Ich möchte euch jetzt das Layout zeigen, genauer gesagt die überarbeitete Variante, und dafür habe ich mir extra das Layout von Racefans genommen. Achtung! So, liebe Leute, das ist der Autodrom Igora Drive in der verlängerten Methode. Denn ursprünglich sollte nämlich hier Feierabend sein, aber sie haben extra noch diesen Abschnitt. Und ich würde sagen, here we go. Also, wir haben eine extrem lange Gerade, so ein bisschen Aserbaidschan-Feeling mit eingeschaltetem DRS und einer harten Bremszone, die den Fahrer dann links herumführt, den Fahrer rechts herumführt und wieder rechts herumführt. So, dieser kleine Abschnitt hier, das erinnert mich so ein bisschen, könnte man sagen, an Türkei vielleicht oder so ein bisschen auch an Aserbaidschan erste Kurve. Und dieser Abschnitt, ich weiß nicht, wie es euch geht, hat so ein bisschen was von Spanien dritte Kurve. Dann eine Haarnadelkurve und jetzt kommt der lustige Abschnitt. Und da dachte ich so, das kann doch ehrlich gesagt nicht euer Ernst sein, oder? Und zwar dieser Abschnitt, liebe Freunde, an was erinnert er euch? Da gibt es nur eine einzige Strecke, die diesen Abschnitt hat. Richtig, Brasilien. Also es ist ungefähr so, als hätten sie das 1:1 kopiert. Weil man kommt hier angeschossen, Start-Zielgerade, dann geht es hier durch das Senna-S, dann hier entlang, also in Brasilien DRS-Zone, hier wahrscheinlich nicht, würde mich auch wundern, und dann geht es auch nach links ab. Es ist quasi 1:1, das ist interessant. So, dann kommt eine Linkskurve, gefolgt von einer weiteren Linkskurve. Hat so ein bisschen was von China, Ende zweiter Sektor, nur andersherum, also in dieser Doppellinkskurve. Und dann geht es hier auf die lange Gerade Nummer 2. Auch so ein bisschen wie, könnte man sagen, Aserbaidschan oder vielleicht China oder was weiß ich was. Und dann kommt dieser Abschnitt, und da muss ich ehrlich sagen, der gefällt mir irgendwie gar nicht. Ich weiß auch nicht warum. Hier eine Kurve, da eine, Mini-Schikane und nochmal eine Haarnadelkurve. Also ganz ernsthaft, diesen Abschnitt hätte man sich eigentlich in meinen Augen sparen können. Wisst ihr, was geiler gewesen wäre? So ein bisschen Hockenheim-Feeling. Du kommst hier mit DRS angeschossen, harte Bremszone, ein bisschen Haarnadelkurve und dann Attacke. So hätte ich es gemacht. Also, wie hättet ihr es gemacht? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Also, gehen wir mal die Flügeleinstellungen bezüglich des Setups durch. Naja, aufgrund von, mehreren längeren bzw. Langgeraden, also 1, 2, 3, 4, 5, würde ich sagen, den Flügel vorne flach stellen. Und aufgrund der Tatsache, dass wir auch mit höheren Geschwindigkeiten durch hier so kleine Kurven durchfahren, also hier dieser Abschnitt, hier, gehe ich mal stark davon aus, dass man ihn auch sehr hochstellen wird. So ein bisschen könnte man sagen, das, was man in Aserbaidschan als Setup nimmt, könnte man hier auch nehmen, vielleicht nochmal ein bisschen höher einstellen oder sowas ähnliches. Man könnte aber auch, wenn man sich jetzt die Strecke so mal so alles auf einmal anguckt, da hat der Charlie nämlich schon geschrieben, er schreibt, sieht etwa so aus wie Frankreich die Strecke, finde ich. Da hat er nicht ganz Unrecht, also ein bisschen könnte man sagen, man hat die Strecke genommen und umgedreht, oder? Was meint ihr? Also ja, so ein bisschen, er hat nicht ganz Unrecht, finde ich. Also, ja, jetzt wisst ihr meine Meinung zu dieser Strecke. Könnte spannend werden, ich weiß es nicht ganz genau. Was ich auf jeden Fall auch noch weiß, ist, dass dieser Abschnitt hier, könnte man sagen, alles auf einem Niveau ist, bevor es dann hier bergunter geht. Wie es hier aussieht, das kann ich euch leider nicht sagen. Was ich euch aber sagen kann, sind 4,086 Kilometer waren es mit diesem Abschnitt. Und das hier sind nochmal 1,1 Kilometer obendrauf. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, dieses kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich sagen, Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Dankeschön fürs Einschalten. Bis dann und ciao.